Schatz. Zu seinen Glanzzeiten war dieses Mammutgebiet bei allen angesagt. Heute interessiert sich niemand mehr dafür. Sie haben bereits andere Vergnügungsparks im schlechteren Zustand wieder auf Vordermann gebracht. Aber können Sie auch diese hilflose Maid retten und ihr einen Platz unter den Glanzstücken der Nation verschaffen? Ja, das ist die Frage in diesem Part von Rollercoaster Tycoon 3 und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Ach je, ja, auch ihr bekommt das neue Mikrofon mit, falls ihr nur Rollercoaster bei mir schauen solltet. Und ja, was gibt's? Die Nationalschatz. Mal gucken, wie wir jetzt damit klarkommen. Es scheint ja sehr bogenmäßig auszuschauen, das Ganze. Und wenn ihr mal guckt, wie viel wir hier schon abgeschlossen haben, es neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben schon über die Hälfte geschafft, was das angeht. Und ja, ab nächster Woche oder diese Woche schon. Ich weiß es gar nicht, je nachdem, wie ich es jetzt mit aufnehmen schaffe, heute und morgen. Wird auch noch Rollercoaster Tycoon 3 Song dazu kommen. Wuhu! Und ja, einfach mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich werde jetzt hier mal das Spiel laden. So, ja, klar möchte ich das Spiel wirklich laden. Was ist denn das für eine Frage, bitte? Und ja, mal gucken, wie wir hier so klarkommen, weil ich habe ein bisschen Angst vor dem Park, muss ich sagen, weil der sah schon ziemlich groß aus. Und ja, ich wette, da kommt wieder irgendwas mit Darlehen und wir werden unsere Freude mit dem Park haben. Aber ich lasse mich überraschen. Wir gucken einfach mal. Und ja, auch euch hier frage ich, wie war euer Silvester? Weil es gibt ja manchmal wirklich so die Geschichten, ihr habt mir ja schon teilweise ziemlich interessante Stories geschrieben, dass ihr halt sehr viel Spaß mit euren Freunden hattet oder halt auch mit gebrochenen Knochen im Krankenhaus gelandet seid. Also alles war dabei. Falls ihr noch irgendwas Neues habt oder einfach euch unbedingt mitteilen wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Ich lese es auf jeden Fall durch, antworte nicht unbedingt drauf. Das ist also eine allgemeine Antwort, die ich darauf gebe. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen. So, wir sind angekommen und gesamte monatliche Bahneinnahmen 300, Besucher im Park 200, 600, 400, 900, 600. Gut, wir brauchen keine Darlehen zurückzahlen, wir brauchen einfach nur ein bisschen Geld scheffeln und ja, Besucher anlocken. Also der Park ist wirklich, was das angeht, sehr simpel. Es sei denn jetzt, die ganzen Besucher sind so eingestellt, dass sie nur Hardcore-Bahn fahren wollen oder nur Kinderbahn, dann haben wir ein Problem. Aber das werden wir ja noch rausfinden. So, ich stelle jetzt hier erstmal zwei Reinigungskräfte ein. Damit wir hier so halbwegs mit den guten Leuten klarkommen. So, bekommt ihr hier mal was. Und du bekommst hier noch was. So, bitteschön. Gut, dann stelle ich noch einen Mechaniker ein. Damit der hier alles auf Vordermann behält. So, stellen wir mal schnell die Forschung ein. Bla, 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 da, da. Das und das und jenes und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. So, Forschungsgeld gut eingeteilt. Und ja, was zu stehen haben wir ja hier noch nicht, wie es aussieht. Nein, natürlich nicht. Und okay, wir können Eintrittspreis verlangen. Finde ich nicht übel, lassen wir aber in dem Fall mal sein, weil ich Angst habe, dass nichts hier wirklich läuft. So, wir haben kein Darlehen. Die 2000 gehören uns so. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt aber auch, dass wir leider nicht mehr machen können, als das, was wir hier haben. Also sollten wir unser Geld vielleicht ganz sparsam beschränken und etwas kaufen, wo wirklich viele Leute reinpassen. Dann würde ich fast das Himmelsrad nehmen, weil wenn ich mich nicht irre, da passen echt viele rein. Das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Investition. So, dann mache ich das mal hier so. So, wie viele passen rein? 32, ne? Das ist auf jeden Fall okay. Ich weiß, dass das Ding nicht so beliebt ist, aber wenn man es als einziges erstmal im Park zu stehen hat, dann bringt es erstmal Geld. Und darauf kommt es ja jetzt im Moment erstmal an. So, nee, ich hätte gerne irgendwie den Weg hier. Der passt mir gerade besser in den Hut. So, ja, das hätte ich alles gerne in so schöneren Farben. Wir können auch mal einen lila Park machen. Kommt, wir machen heute mal einen lila Park. Das wird hier alles lila und braun. Juhu. So, und das wird auch noch lila. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Musik. Machen wir einfach mal das hier. Keine Ahnung, was es ist, aber wir machen es einfach. So, und dann nehmen wir das Ganze mal auf 2,50 hoch und schauen mal, ob die Leute jetzt hier so toll, wahnsinnig super reingehen. Ja, die Ersten haben sich gleich überlegt. Sehr gut. So, und dann stellen wir auch mal hier noch Volllast ein. Und ja, warten einfach mal ab, wer hier so kommt. Leute, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ja, gut. Sieht schon mal ganz vielversprechend aus, wie sie hier so kommen. Wir haben jetzt, wir haben 100 Parkbesucher. Wie lange müssen wir die halten? 200 kann jederzeit erfüllt werden. Okay, also müssen wir nur einmal 200 erreichen. Und halt die Bahneinnahme auf 300. Naja, mein Gott, das kriegen wir doch schon irgendwie hin. So, wir waren jetzt mit 12 Personen drauf. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Dafür wird es gleich, glaube ich, ganz gut voll.
Ja, das läuft. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und was haben wir? 32. Na, mein Gott. Sehr gut. So, da es jetzt auch noch zum Anfang ist, würde ich glatt noch Topspin dazustellen. Ich weiß, wir haben jetzt noch nichts zu essen und zu trinken, aber die Haupteinnahmen gehen ja nun mal hier rüber. Und von daher würde ich es dann auch dabei belassen. So, hier machen wir mal den Eingang hin. Hier den Ausgang. So. Ups. Na, komm. So, dann testen wir mal den Spaß. Alles auf 10 Minuten. Preis auf, machen wir mal auf 3. Mal gucken, ob sie das bezahlen. Machen wir mal so und los geht's. Na Leute, kommt hier. Super toll da. Müsst ihr alle euer Geld lassen. Ja, das macht ihr toll, macht ihr das? Ja gut, dann haben wir unsere beiden Fahrgeschäfte, die uns jetzt hier hoffentlich genug Geld reinbringen. Wie viel passt hier eigentlich rein? 20, na mein Gott. Also haben wir schon mal 52 hier pro Runde. Sollte uns eigentlich relativ gut Geld bringen, hoffe ich zumindest. Und es bringt uns auch auf jeden Fall Parkbesucher, weil jetzt sind wir ja schon wieder bei 150. Okay, wir brauchen hier auch Lampen, das wird dunkel. Dann sollte ich vielleicht mal ein paar besorgen. So, Mülleimer sollte ich dann auch noch hinstellen. Ach, hey, so viel zu bedenken. So, machen wir hier mal so eine normale Lampe hin. So, da ist so eine Schlangenlampe, aber ich will jetzt gar keine Schlangenlampe. Ich finde die Lampen einfach hier schöner. So, gut, Hauptsache wir sehen jetzt hier erstmal was in dem kleinen Viertel. So, und dann brauchen wir definitiv ein paar Mülleimer. Werde ich mal auch noch ein paar hier rundherum platzieren. Aber Gott sei Dank machen die Leute ja hier noch keinen Müll, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit dazu bekommen haben von mir. Tada, ist das nicht toll? So, aber ich platziere jetzt trotzdem hier schon mal ein bisschen Mülleimer. Wenn ich mich nicht irre, genau, konnten sie auch irgendwie hier hochlaufen. Aber dazu muss man erstmal irgendwie eine Verbindung oder so schaffen. Aber kann ja trotzdem den Schaden da oben einen hinzustellen. So. Tada. Ist aber auch schön hier oben, oder? Das sieht schon gut aus. So, hier gibt es erstmal noch keine Verbindung durch. Das ist nur so... Ich denke mal, da werde ich noch ein Dings durchziehen. Mal gucken. So, stelle ich hier mal auch noch was hin. So, 300 haben wir schon mal wieder zusammen. Seht ihr, dann können wir unseren ersten Essens- oder Getränkestand oder so bauen. Oder wir bauen erstmal eine Toilette. Das fände ich persönlich vielleicht besser. So, hier 10 Cent und dann, ne... Habt ihr erstmal eine Toilette, das ist viel wert. Ne? Ihr könnt ja hier so ein bisschen Wasser vom Park oder so abkriegen, wenn ihr durstig seid. Okay, ist es euch zu teuer oder habt ihr Angst, wenn es regnet? Das ist jetzt hier mal die Frage. Aber ist mir egal, ihr geht trotzdem rein, sodass es voll wird. Also werde ich hier nichts runternehmen. Na Mensch, das läuft doch hier. Gut, jetzt bin ich da oben gelandet, aber... ne? Passiert. So, mehr kann ich hier nicht stellen, das ist doof. So, da haben wir auch wieder 100 zusammen. Unsere Reinigungstüten leisten gute Arbeit. Genau, wie haben wir jetzt eigentlich hier die Kosten im Griff? Personallöhne. Na, 129, das geht ja auf jeden Fall noch. Ich dachte schon, das wäre teurer. Aber das geht ja auf jeden Fall noch. So, hier Bahnkonstruktion. Ja, das müssen wir einfach mal ignorieren. Bahnbetriebskosten. Die sind ja auch minimal. Landschaftsgestaltung. Ja, das war jetzt nur mit den Lampen und so. Ja, sonstiges. Keine Ahnung, was da jetzt angefallen ist. Ja, die Forschung haut nochmal ganz schön rein mit den 200. Ach, naja. Die kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, aber wir haben fast 200 erreicht. Hatten wir sie zwischendurch schon mal? Nein, aber die Bahneinnahmen haben wir auf jeden Fall drin, stimmt. Dann brauchen wir ja nur noch 15 Parkbesucher. Ihr wollt doch bestimmt gleich alle mir hier die Bude einrennen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. So, ich würde jetzt erstmal hier so einen Geldautomaten hinstellen, damit die sich auch neues Geld holen können, wenn sie es hier gut ausgegeben haben. So. Ups, jetzt habe ich da hingeklickt. Ja, aber sie stehen immer noch an, ne? Also, das läuft. Ich glaube, es war eine ganz gute Idee, so anzufangen und erstmal so ein bisschen Geld zu scheffeln. Ja, ich glaube, es lag am Regen, warum sie da ständig abgehauen sind. Kann ich hier das Geld eigentlich erhöhen? Das wäre gar nicht mal so übel. Vielleicht auf 2,80 oder so. Mit der auch 3. Ja, wir gucken mal, ob sie die nächste Runde auch mit 3 Euro hinkommen. Weil dann hätten wir pro Fahrgast schon mal 50 Cent mehr und das mal 32 wären schon 16 Euro mehr pro Fahrt. Und das ist doch gar nicht so übel, oder? Würde ich 50 Cent erhöhen? Ja, ihr macht das toll. Super, dass ihr bezahlt. Freut mich sehr. Ach, du meine Güte.
Sieht aber auch cool aus, ne? Hat was so mit der Burg im Hintergrund. Ach Mensch, so, was bauen wir denn als nächstes so Essen- und Getränkemäßig? Würde als erstes einen Getränkestand bauen. Das ist irgendwie immer am wichtigsten, finde ich. So, aber wo stellen wir den hin? Wollen wir die hier so reinstellen? Ja, stell die einfach mal hier rein, wie so kleinen Imbisspuden-mäßig. So. Okay, Frisbee haben wir jetzt auch. Gut. Haben wir leider kein Geld für. So, ich hoffe, dass jetzt mehr kommen, wenn hier auch Getränke und Essen zur Verfügung stehen. Das wäre ja schon mal was. So, hoch, runter, läuft doch. So, ihr da alle wieder rein, sehr gut. Immer bezahlt, ihr macht das toll. So, jawohl. Jetzt haben wir auch Trinken. Leute, wir haben was zu trinken, wenn ihr durstig seid. Ja, sind auch Leute hungrig, ganz toll. Aber wir haben auch jetzt einen Getränkestand. Könnt ihr euch Getränke holen? So, läuft der Getränkestand? Nee, noch hat keiner was gekauft. Vielleicht hätte ich erst was zu essen bauen sollen, laut meinem Park-Inspektor-Typen. Wäre vielleicht nicht übel gewesen. Naja, kann man nichts machen. Okay, 90 Cent haben wir schon mal gemacht. Wahnsinn. Ach, naja, als nächstes kommt Essen. Sind wir da mal jetzt nicht so verbissen. So, 2,20. Ja, und wir wissen ja, dass die Essens- und Getränkestände ihr Geld eigentlich immer im ersten Jahr reinholen. Wenn nicht, spätestens im zweiten. Momentan sieht es ziemlich mau aus. Ich weiß gar nicht, warum die alle gar nicht durstig sind. Komisch. Naja, soll uns egal sein. Wir warten einfach, bis die hier jetzt alle wieder unser Geld eingeschäffelt haben. Und heute haben wir mal diese schöne, chillige, begleitende Musik. Das ist auch gut, oder? Haben wir jetzt nicht so den Warte-Langweiligkeits-Bonus. Langweiligkeit, oh Gott, weshalb finde ich hier für Wörter? Schrecklich. Ach du meine Güte, so. Ich fällt noch nicht weiter. Ich spiele hier gerne so mit der Kamera sich rum. Das hat irgendwie was, oder? So einmal durch den Turm durch. Hallo ihr da. Und los geht's. Ja, ich würde jetzt irgendwo mitfahren, aber ihr wisst ja, das sind alles so Fahrgeschäfte, die ich nicht so mag. Aber da wir hier noch nicht drin waren, würde ich sagen, können wir hier auf jeden Fall mal reingehen. Okay, jetzt weiß ich, worum es hier geht. Es dreht sich anscheinend ineinander und auch nochmal hoch und runter. Okay, na das ist aber toll. Da geht's so. Also, so ist es ja ganz cool, weil die Dinger sich ja nicht nochmal innerhalb drehen. Stell dich mal vor, das würde nicht mitgehen, sondern sich oben auch noch drehen. So, jetzt hat's angehalten, jetzt stehen wir hier oben. Na, ganz toll. Hallo, hier kommt mal alle rein. Genau, alle reinlaufen, das macht ihr gut. Ihr müsst doch nur 3 Euro pro Fahrt bezahlen. Nicht teuer, nein, nein. Aber irgendwie muss ich ja dieses kleine Parkding hier finanzieren. Also müsst ihr Geld da lassen, sonst geht das nicht. Nein, nein. Gott, ey, ihr schlaft ja fast ein hier beim Abkassieren. Das habe ich auch schon mal schneller gesehen. Na gut, aber es fühlt sich langsam. Kann man ja nicht anders sagen. Aber wir die 32 voll kriegen, na gut, da kommt wieder einer. Also es sieht dann immer so wenig aus irgendwie. Na gut, lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt geht das Licht an. Na gut, dass wir hier die ganzen Laternen da platziert haben. Sonst hätten wir jetzt die A-Karte gezogen. So, ist jetzt voll. Dann steigt mal ein hier, ne? Na gut, es ging ja doch noch gut voll. Hätte ich nicht gedacht, so. So, starten. Oh nein, wir warten auf den Mechaniker, oder? Ernsthaft? Nein, gut. Sehr gut, dann können wir jetzt hier wieder in die Sicht umsteigen. Ah, es leuchtet echt schön, oder? Sieht toll aus. Voll hübsch. Wie sie schreit. Oh, das ist da gerade über Kopf, ne? Das habe ich mir nur eingebildet, weil wir die Perspektive gewechselt haben. Das hat schon was, ne? Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. So, aber genug hier mit der Kamerasicht und der schönen Musik. Wir haben wieder Geld bekommen. Sehr gut. Aber wir brauchen trotzdem, glaube ich, 300, um hier überhaupt irgendwas zu platzieren. Ja, der Döner kostet weniger, aber dann platziere ich lieber eine Runde Hotdogs. Haben wir, glaube ich, mehr von. So, schmeiße ich mal direkt auf die andere Seite. So, ist halt auch mal ein bisschen schneller wieder hier. Sonst sitzen wir ja die nächsten 3 Jahre noch. Och, Mann, ey. So, tada. So, Leute, wir haben Hotdogs. Wir können jetzt auch was essen. Total toll. So, wie wird der jetzt eingenommen? 27. Na, Wahnsinn. Und der hier? 2. Na, bei den Hotdogs geht es auf jeden Fall schneller als bei den Getränken. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, meine Güte. So,
So, hier stehen sie auch wieder an. Gut, also wir haben jetzt Getränke und so. Ich würde zumindest noch eine erste Hilfe bauen. Dann können wir eigentlich schon das nächste Fahrgeschäft hinstellen. Das sollte soweit dann eigentlich funktionieren, denke ich doch. Oder hoffe ich doch, sagen wir es so. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns dann ausnahmsweise morgen, also an einem Samstag nochmal wieder. Dadurch, dass ich ja Donnerstag nicht so wirklich viel gebracht habe. Und ja, dann bis dann und ciao.